Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René, und heute spielen wir wieder Planet Base. Und auf Starbase 77 begrüße ich euch recht herzlich. So, wir haben hier unseren Landeplatz und so weiter gemacht, ne? Energiemäßig wird gerade wieder aufgeladen, sehr schön. Die Planteerlaubnis, ja, ich weiß. Ich weiß. Die Ressourcen, ist klar. Und was wir hier auch noch ganz dringend benötigen, ist gleich mal dann das... die Erzverarbeitung hier, ne? Aber da haben wir erstmal ein Handelsschiff, welches gelandet ist. Patent für Massenspeicher. Ne. Pistole. Ne. Danke, darf's fahren. Ich möchte hier gerne. So, ich möchte hier gerne. Schon mal die Mine hier mit aufbauen. So. Grund dafür, was machst denn du da? Was bist denn du da? Kolonistenschiff. Ich bekomme Kolonisten. Ein Ingenieur. Und was ist der andere? Ein Biologe. Super, danke. Sehr schön. Habe ich einen Ingenieur und einen Biologen dazu bekommen hier. Ne? So, die dürfen mir hier jetzt mal da meine Mine abbauen. Dann kann ich da nämlich schon mal Erz abbauen. Dass ich dann das Erz weiterverarbeiten kann, baue ich natürlich eine Fabrik, die ich mir, die Fabrik erzeugt mir aus der Stärke auch Bioplaste, würde ich mir dann die Fabrik hierher setzen, wo es am sinnvollsten wäre. Jetzt weiß ich natürlich nicht, hat die Fabrik einen... Ja, also ne. So. Hm. Vielleicht könnte ich ja beim Ding noch was rausnehmen. Ne? So. Ich nehme die Fabrik hier und setze sie mir hier hin. So. Weil ich ja in der Fabrik hier auch die Ding machen da, ne? Da, Stärke und so weiter, ne? Dann wäre ich natürlich noch Ding hier, ne? Ah. Brauche ich schnellere Geschwindigkeit mal, ne? Wenn ich dann die Fabrik hier habe, kann ich mal hier auch anfangen, schon mal das Erz hier zu verewigen, ne? Zu veredeln, besser gesagt, ne? Ja, Energiespeicher ist kritisch. Super. Ja, super. Toll. Ich brauche mehr Energiespeicher hier, ne? Ja. Habe ich mir schon gedacht. Durch die ganze Sorgerei jetzt hier, ne? Wäre also noch ein weiterer Energiespeicher nicht schlecht. Den ich mir, bitteschön, dann hier anbinden würde.
Kolonistenschiff. Sauerstoffmäßig wird es passen. Und ich habe wieder nur einen kleinen genommen. Sehr schön, ne? So. Jetzt wollte ich aber da mal reingehen. Weil, wie man sieht, hier brauche ich hier mal einen solchen und einen solchen hier. Damit ich hier dann das Erz im Metallverarbeitungsprozessor Dingsbums da also umarbeiten kann, und da im anderen wird die Stärke zum Bioplastik umgearbeitet. Damit mir da die oberen Sachen dann nicht alle ausgehen, ne? Klaro. Oder nicht klaro? Da draußen schaut es nicht gerade so mehr üppig aus mit dem Metall und so, ne? So. Ich hoffe, ihr produziert mir hier genug. Eigentlich nicht wirklich. Dann wird hier rascherweise auch noch mal ein weiterer Anschluss gesetzt bezüglich Energie. Ah, da unten kann ich noch nicht. Muss ich da, ja? Ja. Wie schaut es mit der Essensproduktion aus? Ja, wird umgewandelt hier, ne? Ich brauche Energie. I need energy. And not, not an energy drink. Ja, da wird gerade auch Erz bereits herangeschleppt zur Verarbeitung. Was ich sehr gut finde. Ja, super, genau der fällt mir gerade aus hier. Dann würde ich fast vorschlagen, ich setze mir hier schon mal ein drittes Bett rein. Und in die Krankenstation muss ich auch noch ein Biobett reinsetzen. Weil sonst kann ja keiner behandelt werden hier, ne? Hier wird bereits gearbeitet. Die erste Produktion ist also im Gange. Nur um den da hinten kümmert sich keiner. Leute, was soll das? Würde sich bitte jemand um den lieben Bauroboter da hinten jemand kümmern, oder bitte? Danke. Ja, Biologe wird wahrscheinlich nicht. Schon wieder ein Kolonistenschiff. Die Sterne spiegeln sich da drin. Und meine Energie ist aber fast zur Neige. Und das Ganze nur, weil da hinten keiner den reparieren tut. Finde ich nicht schön. Finde ich absolut nicht schön. Jetzt muss ich hier mal kurzfristig
offline stellen, damit ich hier nicht gleich komplette Energie, nicht gleich kompletten Energieverlust habe. Wobei ich die Nacht nicht überleben werde. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich die Nacht hier überlebe. Gut, den Gang kann ich nicht. Also zumindest nicht ohne kompletten Energieverlust, ne? Wie schaut's denn aus? Ja, windmäßig würde er noch passen, aber ich bin im roten Bereich, ja. Es wird mir auf jeden Fall abgezogen. Na, schauen wir mal nach. Was passiert, wenn ich hier mal auf schnell vorwärts gehe? Schauen wir sich das mal an hier. Ja. Keine Energie mehr in den Speichern. So. Jetzt aber. Kommt. Strom. Weil dann schalte ich ja hier alles wieder mal ein. Und jetzt bitte geht's mal voll laden da. Schon wieder. Jetzt reicht aber. Kolonisten verwerge ich jetzt mal. Ein Energiekollektor ist mir zerstört worden oder so, ne? So. Muss mir repariert werden, ne? Wird mir repariert, ne? So. Hier wird gearbeitet. Es wird mir abgebaut, ja, das passt. Wie viele Arbeiter habe ich denn? Ne, schauen wir mal in die Statistik. Ich habe 6 Arbeiter. Sehr schön. Dann würde ich fast vorschlagen, ich werde mir da noch 2 solche hier herstellen. So. Wie viel Energie habe ich jetzt? Ich bin jetzt fast voll auf dem Ding oben. Gut, passt. Wassermäßig, passt. Sauerstoff, passt da. Das ist ein Händlerschiff. Nee, ich will jetzt noch nicht handeln. Danke, du kannst fliegen. So. Schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe an. Hier wird produziert. 7 Erz sind auf Lager. Energiemäßig. Oh. Schaut gut aus. Weil ich muss ja dann da noch ein bisschen was machen. Ne? Ich muss ja noch. Ich muss jetzt zum Beispiel auch noch schauen, dass ich hier meine Ersatzteile zusammenstellen kann. Ich brauche Ersatzteile, eine Ersatzteilfabrikation. Und die wird mir hier in der. Also das hier ist eigentlich die Aufbereitungsanlage. Ne? Und die Ersatzteile werden mir hier dann in der Fabrik erstellt. Ich brauche aber auch noch ein Labor. Und Kontrollzentrum wäre ja auch nicht schlecht, weil für den Fall, dass ich Sandsturm herrscht, ne, dass ich ja auf Alarmstufe Gelb setzen kann, ne, damit die alle herinnen bleiben, nicht draußen herumwerkeln. Ne. Und ein Lager wäre auch nicht schlecht.
Also ich habe hier auf jeden Fall sehr viel Sachen zu machen. Gut, dadurch, dass ich hier sowieso auch Heilpflanzen schon abgeerntet habe, würde ich ja schon fast sagen, wie schaut es aus, wenn ich mir hier ein Labor einrichten könnte? Ist das Labor eine Tee-Einrichtung? Eigentlich nicht. Nur, dass ich hier keine zwei Verbindungen. Ach. So, machen wir das Labor so. Machen wir es auch mal so rum. Weil ich weiß ja, ich brauche für die Heilpflanzen im Labor. Schauen wir dann weiter, was ich hier noch bräuchte. Ne? So, Schlafmöglichkeiten habe ich 2, 4, 6. 6 Mal Schlafmöglichkeit. Und die Essensvorräte sind gering. Das ist immer schön. Die kommen mir jetzt schon nicht mehr nach. Also, brauche ich schon mal ein größeres Biodom. Das müsste passen. Welches, nein, hier sehe ich mir. Also, hier mit Anschlüsse. Hier wird gearbeitet, fleißig. Hier wird verbraucht, fleißig. Wie schaut es aus mit den Strömen? Ströme werden aufgeladen. Wasser okay. Ja, schaut ganz gut aus, ne? Schon langsam, aber sicher verzweigt sich ja die Basis. Hier habe ich natürlich einen Blödsinn gemacht, ne? So. Und hier können wir dann reinsetzen. Zum Beispiel hier das Labor für die Produktion für die Arzneimittel. Vier, fünf. Ja gut, da braucht noch ein bisschen Metall hier, ne? Ja, der holt sich natürlich gleich von da, wieso nicht? Ja, und hätte ich da nicht das kleine, sondern gleich ein mittleres gebaut, bräuchte ich da jetzt nicht schon ein zweites Biodom. Wieder mal ein bisschen Fehler gemacht, ne? Aber egal hier, ne? Ah ja, und da sieht man zum Beispiel, das hier wird jetzt eingebraucht, Bioplastik mit Heilpflanzen. Daraus wird dann mit einem von einem Sanitäter Arzneimaterial, also Arzneimitteln, produziert. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall eine gewisse Menge, die hier ja, ne, weggeht.
Was ich mir aber hier irgendwie irgendwo auch einstellen kann. Auf welcher Taste auch immer das wieder war. Ne? Dass ich die Landeerlaubnis, dass ich die Netze, Technologien, Tabellen, Statistik, auf welcher Taste das auch immer war, hier, ne? Dass ich mir das hier einstellen gehen kann. Bam, 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 bam. Meilensteine, Technologien, also Herstellungsgrenzen, benötigt Fabrik, ja, habe ich ja. Ich habe ja eine Fabrik. Ah, ne, habe ich nicht, ich habe ja Labor, ne. Was macht denn das jetzt? Was war denn da los? Was ist denn da los? Habe ich zu wenig Saft hier? Oder ist das... Achso, nee, das ist wegen dem... Wegen dem... Dings da, ne? Genau. Muss das Sauerstoffgenerator ein bisschen mehr arbeiten. Bis da überall der Sauerstoff wieder ausgeklügelt ist, ne? So, und dadurch, dass die geschrien hatten, dass da zu wenig vorhanden ist, ne, schießen wir uns da halt noch ein Salatfeld schon rein. Einmal Zwiebeln. Einmal Rettichfeld. Dann brauchen wir noch das hier und das hier nehmen und das hier und auch das hier für die Stärke. Damit hier auch Bioplast erzeugt werden kann. Weil ohne Stärke kein Bioplastik. Und ja, das schaut ganz gut aus. Da drüben wird gerade gewartet. Ja, energiemäßig. Boah, schaut gut aus. Was heißt da, wir haben kein Essen mehr, dann nehmt euch das hier und steckt es dort rein. Ihr Idioten hier. Und ansonsten bin ich eh da gerade mittendrin. Ja? Ich bin ja gerade mittendrin und nicht nur dabei. Und hier wird gerade auch gerackert, ne? Ja, hier hat gerade Hunger, Kohldampf. Ach, dann soll er sich da was wegnehmen, ne? Ja, und genau deswegen hätte ich gerne jetzt hier auch schon das Kontrollzentrum gehabt, weil es gibt jetzt einen Sandsturm und mit Kontrollzentrum würde ich jetzt auf Alarmstufe gelb schalten. Und die Leute würden da nicht mehr raus und rausgehen, sondern schön in der Basis bleiben und somit hier nicht in Gefahr kommen, dass sie da jetzt vom Sandsturm hier erfasst werden oder umgebracht werden oder sonst irgendwie was. Ne? Aber wie das jetzt mit dem Sandsturm hier vorübergeht und was wir dann wirklich als nächstes bauen, ob Kontrollzentrum oder ein Lager oder ob überhaupt irgendwas, ne? Oder ob uns die Energie zur Neige geht oder ob uns keine Ahnung was ausgeht oder ob uns die ganzen Leute hier abkratzen, würde ich sagen, da war dir alles beim nächsten Mal, in der nächsten Folge bei Planet Base auf der Starbase 77. Tschüss, euer Kommandant René.